Okay, nochmal als Empfehlung, wie ich diese verschiedenen Pressing-Varianten einstudiere, von der Reihenfolge her. Also ich würde empfehlen, immer mit einem Mittelfettpressing anzufangen. Wenn das Mittelfettpressing strukturiert funktioniert, dann kann ich sowohl in ein Abwehrpressing, wie wir vorher gesehen haben, als auch in ein Angriffspressing reingehen. Ich würde davon abraten, mit einem Angriffspressing zu beginnen, weil da einfach die Laufwege und die Reaktion auf die einzelnen Bälle einfach schwieriger ist. Was ich jetzt noch mal kurz darstellen möchte, ist so eine Mischform, dass ich sage, ich entscheide mich für ein Mittelfettpressing und gehe dann aber situativ, das heißt in Abhängigkeit von irgendwelchen Reizen, die heute dann kommen, ich werde es nachher noch erklären, kurzzeitig in ein Angriffspressing über. Dazu stellen wir unsere Mannschaft nochmal in dem 4-4-2 flach im Mittelfeldpressing auf. Der Gegner spielt in dem 4-2-3-1, Gegner ist blau, wir sind rot, Spielrichtung ist von unten nach oben, wir sind in der Verteidigung. Und jetzt geht es darum, wie kann ich eben aus diesem Mittelfeldpressing situativer Angriffspressing spielen. Dazu müssen aber die Spieler verschiedene Signale erkennen, um dann in dieses Angriffspressing umzuschalten. Ich stelle es jetzt mal kurz dar, anhand eines Balles, wie das dann ausschaut. Angenommen, Nummer 4 spielt auf 2. Wir bleiben in den Positionen hinten drin, weil die Abstände vom Passgeber zu unserem Stürmer eigentlich noch groß sind und dann die Laufwege zu intensiv werden. Und jetzt passt die Nummer 2 nicht den Vierer hier nach vorne rein, damit er gleich weiterspielt, sondern er spielt einen schlechten Ball. Was ist ein schlechter Ball? Also ein ungenauer Ball in dem Fall in den Rücken. Somit muss sich dann die 4, man kann es jetzt leider hier am Tablet ein bisschen schlecht darstellen, mit dem Gesicht zum eigenen Tor hin orientieren, um den Ball zu bekommen. Und das ist ein ganz wichtiges Signal, um dann ins Angriffspressing zu schalten. Das würde dann so ausschauen: Mit dem Pass von 2 auf 4 in den Rücken geht ja 4 den Ball hinterher. Und jetzt versucht unsere 9, dem hinterher zu laufen und ihn in dieser Seite drinnen zu lassen, von der der Ball kommt. Wie hat sich jetzt der Rest der Mannschaft zu verhalten? In der Regel wird natürlich der Gegner jetzt mit diesem Pass nach hinten auch in diese Richtung des Balles arbeiten, um vielleicht dann herauszuspielen. Das heißt für uns wiederum, unser ballnaher Sechser, also die Nummer 10, muss zum gegnerischen Sechser kommen, damit ein Pass von 4 anschließend auf 6 verhindert, beziehungsweise dass 6 unter Druck gesetzt wird. Nummer 7 schiebt auf 2, Nummer 3 schiebt auf 8, hier hinten müssen wir rüberschieben. Und jetzt sind wir wieder bei dem ähnlichen Problem wie beim Angriffspressing. Wie kann ich das Ganze überspielen in der Situation, und zwar hauptsächlich mit einem langen Ball? Was wiederum bedeutet, ich muss zum einen die Absicherung, sollte ein langer Ball über die Kette gehen, in Bezug auf die Innenverteidiger beachten. Das heißt, Nummer 5, wenn Nummer 9 deckt des Gegners, also den Stürmer des Gegners, muss unser Ballentfernter unbedingt absichern. Eben nochmal, sollte der lange Ball drüber kommen und der Neuner das Laufduell gegen 5 gewinnen, dass wir hier mit dabei sind. Und die zweite Problematik, die unbedingt zu beachten ist, ist wieder dieses Verschieben des ballentfernten Sechsers vor die Abwehr. Das heißt, sollte ein flacher, tiefer Ball oder eben ein hoher, kurzer Ball gespielt werden, dass wir sofort mit unserem Sechser in der Position stehen. Des Weiteren müssen wir eben schauen, dass alle Spieler, die jetzt am Anfang Ball entfernt waren, ballseitig rüberschieben, um auch wiederum, und da denke ich jetzt schon wieder an die Offensivaktion, sollten wir eine Balleroberung haben, Gegner ist ja unorganisiert, dass wir sofort wieder hier beispielsweise über den ballentfernten Stürmer spielen können, der dreht auf, Trippel dann auf die Kette drauf und so weiter und so fort. Aber was eben auch wieder festzustellen ist, was das Verschiebeverhalten auch beim situativen Angriffspressing betrifft, es ist genau dasselbe System oder genau dieselbe Struktur, wie wenn ich nur Abwehrpressing, nur Mittelfeld oder nur Angriffspressing spiele. Das heißt, ein Stürmer lenkt, ballnahe 6 geht hoch, ballentfernte 6 sichert ab, Innenverteidiger sichern sich gegenseitig ab, ballentfernter Stürmer schiebt hier mit rein, ballentfernter Mittelfeldspieler geht in die Position mit rein. Insofern können wir das Ganze in der Richtung auch verhindern. Wenn man das Ganze jetzt nochmal einer Methodik unterlegt, kann man es den Spielern in der Richtung beibringen, dass der erste Schritt eher ist.